Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Mittelerde Mordors Schatten. Wir hatten ja beim letzten Mal alle Artefakte und Ifildins gefunden und jetzt werden wir uns noch um die letzten paar Nebenmissionen kümmern und das ist tödliche Geheimnisse, würde ich sagen. Machen wir als erstes die Schleichmissionen, liegen mir ja noch so mit am wenigsten. Zumindest ist das im Moment so. Es hat jetzt natürlich wieder einer gesehen, was natürlich ein bisschen ungünstig ist. Aber wir sind noch gut drin. So, ich musste mir jetzt erstmal den Ton wieder auf dem Ohr ein bisschen leiser machen. Und wir müssen auch nochmal eben kurz gucken, was müssen wir noch finden. Wir müssen noch einen blauen Pilz finden. Dann haben wir zumindest diese Quests wieder soweit fertig, beziehungsweise die Überlebensherausforderung. Und mir fällt gerade ein, haben wir nicht auch noch, das war wieder der falsche Knopf, haben wir nicht auch noch irgendwie Verbesserungen zu machen? Könnten wir eigentlich mal kurz gucken. Ja, wir haben schon wieder 4000. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Was bräuchten wir hierfür? Da brauchen wir 2,5 sogar. Dann hätten wir das auch noch frei. Wir nehmen jetzt erstmal wieder den Fokus rein. Holen uns den Dolch dazu. Schalten uns einfach mal hier noch ein paar Sockelplätze frei. Sehr schön. Damit haben wir so auch wieder ordentlich was freigeschaltet. Haben wir jetzt noch 3 Sachen, die wir hier sonst freischalten können. Das heißt aber auch für uns, wir können jetzt auch unsere Waffen wieder weiter mit Runen versehen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier noch so? Die haben wir schon ausgerüstet. Was gibt es da? Stellt bei einer Bodenhinrichtung für 70% Fokus wieder her. Ist gar nicht mal so schlecht. Die ist natürlich nicht ganz so toll. Was haben wir hier? Chance von 15% bei einem kritischen Treffer 5 Munition zu erhalten. Stellt beim Klingenhageltötung 8% Gesundheit wieder her. Brauchen wir nicht. Erhöht den durch Waffen verursachten Schaden bei Eingriffen von hinten um 21%. Ja, von hinten, ne? Chance von 58% die Gesundheit vollständig wieder zu regenerieren, wenn er eine Trefferserie von 30 erreicht. Von 55%. Von 58%. Was haben wir hier? Verteidigung gegen Fernkampfangriffe. 7%, 6%. Ich glaube, das hört sich ganz gut an, ne? Wieder volle Gesundheit bekommen. Den nehmen wir einfach mal rein. So, dann geht es natürlich mit dem Bogen auch weiter. Wir wollen mit dem Bogen, ich hoffe, wir haben da irgendwie eine Rune bekommen, womit wir beim Bogen dann Fokus regenerieren, wenn wir die Gegner mit Kopfschüssen töten. Weil das wäre ganz sinnvoll. Was haben wir denn hier überhaupt? So, Chance von einem bei einem tödlichen Kopftreffer Uruks in der Nähe eine Flucht zu schlagen, ist blöd. Aufzehrung oder Brandmark auf ELM-Geschoss zu erhalten, ist jetzt auch nicht so toll. Chance von 20% beim Ritt auf einer Bestie für jeden Tötung mit Schwert oder Bogen Elmgeschosse zu erhalten, finde ich auch nicht so pralle. Chance von 35%, das hört sich schon wieder ganz gut an. Chance von 35% bei einem tödlichen Kopfschuss Fokus zu regenerieren, den packen wir mal rein. So, dann haben wir den drin. Was haben wir hier? Stellt nach einer erfolgreichen Einsetzen der Fähigkeit festnageln, Fokus wieder her. Finde ich auch gut. Fokus ist immer wichtig beim Bogen. Das Reiten einer Bestie ist blöd. Chance von 500 Fernkampftreffer Gesundheit zu regenerieren brauchen wir auch nicht. Und Chance von bei einem tödlichen Kopftreffer Gesundheit zu regenerieren, den nehmen wir auch. So, dann haben wir das. Jetzt kommt noch der Dolch dran. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel für Fokus. Das ist ganz gut. Da können wir lange durch mit dem lange Zeit mit dem Bogen und Fokus arbeiten. Vorausgesetzt, das prockt jedes Mal. Das ist ja auch immer so eine Sache. So, was haben wir hier? Schleichtötung mit der Fähigkeit terrorisieren, rufen zusätzlich Furcht hervor. Den nehmen wir mal, weil das sind epische Runen, die packe ich eigentlich immer rein. Aha. Chance von 46%, 50 Fokus zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Chance von 55% bei jeder Aufzehrung oder Brandmarkung von oben Gesundheit zu regenerieren, ist jetzt nicht so pralle. Chance von 22% bei einer Tötung mit terrorisieren Elbengeschosse zu erhalten. Stellt bei Greif abstechen, Fokus wieder her.
Kopf zum Platzen gebracht wird. Warte mal, das ist 58. Was haben wir hier? 49. Ja, komm, dann nehmen wir den auch noch. Was haben wir hier unten noch? Ja, finde ich auch gut. Bei Schleichtötung Fokus wiederherstellen. Finde ich super. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder gut gerüstet für die nächsten Missionen. Ich glaube, das war auch eine ganz gute Idee, das zu machen, bevor wir hier die Schleichmission angehen. Dann können wir hier die Quest einmal annehmen. Tödliche Geheimnisse. Er war dem Boten bis zu seinem Netzwerk aus Spionen gefolgt. So machte er Jagd auf jeden einzelnen von ihnen, auf das sie ihr Wissen mit niemandem teilen konnten. So, was soll ich machen? Der Schmiede in der Nähe ist gestern das Brennmaterial ausgegangen. Okay. Also haben sie ein paar Menschlein ins Feuer geworfen. Töte den Boten und eliminiere die Würmer, ohne entdeckt zu werden. Im Moment, folge dem Boten und töte die Würmer, ohne entdeckt zu werden. Was sollen diese ganzen blöden Verrenkungen, die der Grabwandler plötzlich... Muss ich dem jetzt noch folgen? Ja, ich meine schon, ne? Nicht. Er sieht aus wie ein Elb, dessen Arsch in Flammen steht. Er sieht aus wie ein Elb, dessen Arsch in Flammen steht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Schon wieder kaum was zu essen. Ich habe gesehen, wie der Hauptmann sich beim Anblick von ein paar Krebern die Lippen leckte. Also muss es schlimm sein. Wie nah soll ich denn da noch rankommen? Versteh's gerade nicht, die Quest. Ah, okay, da haben wir ihn. Er läuft auf jeden Fall weiter, das ist schon mal ganz gut. So, ich würde sagen... Warte mal, wir können uns den, glaube ich, holen, ne? Den holen wir uns mal eben. Den haben wir uns geholt. Und dann können wir uns den auch noch holen. So, haben wir schon mal einen von vieren. Der will jetzt da hoch, okay. Kruger hat seltsame Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Gut. Was auch immer auf uns zukommt, wir werden... Da oben steht auch einer. Kruger ist doch halb blind. Seine Spuren waren doch bestimmt nur eine Spinnenkolonne. Warum geht er da nicht hoch? Können wir den abstellen? Nee, das sind zwei. Okay, das sind zwei, da müssen wir ein bisschen der aufpassen. Der Höhlensohn sagte mir, ein Karagor sei zahm. Der Höhlensohn lügt. Ein Karagor kann man nicht zähmen. Und? Oh, ich wollte schon sagen, wir haben die Mission jetzt versagt. Sehr schön, das hat soweit funktioniert. Dann können wir uns den da auch noch eben schnappen. Komm mal her. Sehr schön. Ach du Scheiße. Wie machen wir das denn da am besten? Warte mal. Kommen wir von hier aus dran. Jawohl. Die Zusatzmission haben wir schon mal soweit abgeschlossen. Können wir uns den Bogenschützen hier noch holen. Ich hoffe, nur von der Zeit her reicht das. Bisher sieht ja alles sehr gut aus, was wir hier machen. Ich bin auch bewusst erstmal noch alles am Abstechen, nicht, dass da irgendwie irgendwas schief geht bei uns. Na, geh doch da hoch, Mann. Geh doch da hoch. Die Sklavenmeister in den Minen müssen ihre Bleichhäute härter arbeiten lassen. So, da haben wir ihn wieder entdeckt. Komm, geh weiter. Okay, die gehen beide weiter. Das war Wurm Nummer 2. Sehr schön, dann haben wir die auch weg. Warte. Bleib stehen. Sehr, sehr gut läuft das gerade. Jetzt können wir uns, glaube ich, den holen.
Sehr schön, hat auch funktioniert. Jetzt fragt sich nur, wo ist der nächste? Den können wir eigentlich so abschießen, oder? Hat auch gut geklappt. So, die laufen jetzt weiter, finde ich gut. Dann holen wir uns den Wurm jetzt ran. Sehr schön. Das hat soweit auch funktioniert. Wir gehen jetzt einmal hier hoch. So ein nutzloser Haufen Schrack. In der Tat. Sonst wäre er wohl kaum für einen Tag. Holger wird nicht so ein Schwächling sein. Wird auch Zeit, dass wir einen wahren Anführer bekommen. So, da haben wir auf jeden Fall den Boten, den vierten. Muss mal nur gucken, wie kriegen wir die jetzt weg? Haben wir hier irgendwelche Möglichkeiten, um irgendwie sollen, was die Orks in die Flucht zu schlagen? Mit einer Bleichhaut angestellt hat. Ah, okay, die laufen schon mal weiter. Die laufen alle weiter, finde ich gut. Jetzt müssen wir noch den Boten eliminieren. Das sollten wir eigentlich auch hinkriegen. Jawohl, Mission sehr erfolgreich abgeschlossen. Alles erfüllt, Nebenmissionen und die ganzen Boten, beziehungsweise, ja genau, die Boten und die Würmer. Du hast die Legende deines Dolches vollendet. Archan wurde vom Geist erneut gespiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht war, glaube ich, die erste Hälfte. Und dann kam noch dazu, ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht versetzt Schurken in Schrecken, auf das sie mit ihrem eigenen Blut spüßen. Verschlingt den Schmerz, macht Rot zu Schwarz. Okay. Dolchlegende haben wir damit auch abgeschlossen. Der Stahl des Sohns ist nun vollkommen. Eine Macht, stark und ruhig, scharf und silbern. Und unser Geist erzählt uns halt auch noch, dass wir das gut gemacht haben. Ach du Scheiße, wir müssen hier mal weg. Wo müssen wir überhaupt hin? Wir wollen jetzt als nächstes die Schwertlegende machen. Finde ich auf jeden Fall schon mal gut, dass wir das mit dem Dolch alles soweit abgeschlossen haben. Für uns heißt das jetzt... Oh, ich glaube, da ist ein Karago hinter uns her. Wir flüchten einfach mal ein bisschen. Wobei, der hat, glaube ich, Witterung aufgenommen. Ich glaube, das wird schwierig sein von dem Karado, obwohl es geht. Er hat wieder abgelassen von uns. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann können wir uns nämlich jetzt in aller Ruhe um die Schwertlegende hier kümmern. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen mehr zu tun bei der Schwertlegende. Ich glaube, da haben wir noch nicht komplett alles fertig. Aber wenigstens bin ich schon mal froh, dass wir das mit dem Schleichen alles so weit abgeschlossen haben. So, was haben wir denn hier? Der dunkle Ritter. Die Diener des dunklen Herrschers machen sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten. Doch der dunkle Ritter stürzt auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Töte Uruks durch Karagor-Bisse. Okay, das heißt, wir dürfen mal wieder Karagor reiten. So, haben wir den Karagor und jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, die Uruks zu töten. Her. Schleicht hier jemand her? So, haben wir da schon mal einen. Da haben wir Nummer 2. Aua. Na? Und da haben wir auch Nummer 5. Na, komm schon. Oh, das sieht doch entfressen, Mensch. Sehr schön. Haben wir den ersten Kämpfer schon mal so weit abgeschlossen. Wie geht's dem Karagor? Nicht mehr ganz so gut, ne? Das ist natürlich unschön. Der darf uns nicht sterben. Ist das ein blauer Pilz? Das ist ein blauer Pilz. Den müssen wir uns gleich holen. Wobei, den holen wir uns jetzt, ne? RB absteigen. Bleibt mal bitte hier stehen. Ich will nur eben den blauen Pilz haben. Dann haben wir dies nämlich auch so weit abgeschlossen.
Sehr schön. Überlebensherausforderungen 10 abgeschlossen. Damit haben wir auch alle Überlebensherausforderungen fertig. So, und jetzt sollten wir ein bisschen Gas geben. Was war das? Oh Mann. Die haben meinen Karagor tot gemacht. Ich glaube, die Mission ist damit doch fehlgeschlagen. Müssen wir mal gucken, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch schaffen können, ohne Karagor. Ah, scheiße, natürlich hat das wieder nicht funktioniert. So, die sind tot. Jetzt haben wir nur das Problem, wir kommen jetzt wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig an unserem nächsten Zielort an, um die alle zu töten. Das ist natürlich unschön. Haben die echt unseren Karagor umgebracht? Naja, wir versuchen es auf jeden Fall. Und der Pilz, der war zwischendurch auch ein bisschen störend. Aber nun gut. So, weiter. Wir haben noch 20 Sekunden. Vielleicht kriegen wir die ja alle mit dem Bogen weggeschossen. Ich hoffe nur, der Fokus verlangsamt auch die Zeit, die wir brauchen. So, sehr schön. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Jawohl, Mission noch abgeschlossen. Sehr geile Idee, das mit dem Bogen. Oh, Heiligsbäche. Und da fallen sie alle noch um. Ihr seid nun frei, meine Freunde. Heiligsblechle. Ja, ihr braucht keine Angst haben. Ich habe euch da gerade gerettet. So, was würde als nächstes für uns auf dem Plan stehen? Wir könnten jetzt noch Gefangenenrettungsmissionen machen. Allerdings bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Sollen wir das? Ne, das machen wir, glaube ich, hinterher noch, ne? Andererseits, ja, wobei hier in der Nähe ist jetzt sowieso nichts. Ich würde sagen, dann machen wir mal eine Hauptmission wieder, liebe Freunde. Machen wir uns da mal hin auf den Weg und dann schauen wir mal, was uns dort in der Hauptmission erwartet. Ich finde es ja schon mal sehr geil, dass wir diese Mission dann doch noch abgeschlossen haben. Zusätzlich noch den Pilz gefunden. Also wir haben heute schon wieder was geschafft und das alles in dem ersten Part in dieser Aufnahmesession. Das freut mich sehr. Gib mir nur eine Gelegenheit. Das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst, ist eine Prise Verstand. Ich hab dich üben sehen. Du könntest ihn nicht treffen. Ganz gleich, wie oft du es versuchst. Den Tag zu töten wird nicht. Ja, wir sind so leise und tödlich, das kriegen die nicht mal mit, wenn wir sie umbringen. So, und dann würde ich sagen, werde ich an dieser Stelle aber einen Cut machen, denn die Folge ist vorbei. Es lohnt sich jetzt nicht, für die letzten 2 Minuten noch diese Mission anzufangen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Mittelerde Mordors Schatten wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!